Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks Blitz. Wir sind inzwischen in der 10. Folge. Und ich spiele heute mit einem anderen YouTuber zusammen. Der heißt hier Pasta 3100. Auf YouTube heißt der Blue Firebird. Ich werde ihn auch in der Beschreibung verlinken. Ist auch schon für einen kleinen YouTuber etwas größer. So, Chito. Also, gleich, wie war der denn? Über 150 Abonnenten, glaube ich. Sicher bin ich mir jetzt nicht ganz, aber auf jeden Fall weitaus mehr als ich. Ja, also, er fährt sein T-34-85 Victory. Russischer Premium-Panzer Stufe 6, mittlerer. Ich fahre meinen japanischen Chito, mittlerer Panzer der Stufe 6. Wir landen in einem Tier 7er Gefecht. Und ja, hoffen wir, dass das Beste bei rauskommt. Ach, ich verschiebe mal das Mobile nochmal. Wegen. Komm her. So. Uhu. Gut, dann los. Mal schauen, also. Wir müssen uns da mit einem KV-1S, einem T-34-85 und einem VK-2801 herumschlagen, was Tier 6 angeht. Ich hoffe nur, dass der KV-1S nicht das ganz große Geschütz drin hat. Das wäre etwas doof, sagen wir. So. Dann warten wir hier jetzt mal. Da kommen sie. Ich verpasse natürlich den Moment, in dem ich den KV-1S einer da reinschießen kann. Scheut. Geht so nicht. Kumpel, pass auf. Ach, verdammt. Manchmal frage ich mich, ob das, was ich hier mache, ob das mehr Feige oder Taktik ist. So, haben wir eine Salve ausgetauscht. Zurück, zurück, zurück. Gut. Der gute Pasta ist erstmal in Sicherheit. Mist. Glorreich daneben gegangen. Ich mag es nicht, wenn er kommt, wenn ein Kappa ins SCN ist. Genauso mit der Isu. Wenn ein feindlich ISO vor einer steht und du so die nur schemenhaft gesehen hast. Du hast nie genau eine Ahnung, ob sie jetzt die ganz große Wumme drauf hat oder vielleicht doch nur, in Anführungszeichen, ein 122 mm Geschütz. Beides macht ordentlich Schaden, aber halt. Mist. Aber das 152er macht halt wirklich richtig Schaden. Hab vorhin erst mit der Isu in ein Gefecht gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Abschlüsse hatte ich denn da am Ende? 4 oder 5. Habe ich 3000 Schaden gemacht. Auch wenn dieses Geschütz aber nur verdammt lang nachlädt. Es macht doch einfach. Es. Genial viel Schaden. Nur doof, wenn er halt ein Gegner mit diesem Geschütz vor dir steht und dann abdrückt. Dann guckst du aber. Ach Gottchen. Wäre froh, wenn ich noch den Comet kriegen könnte. Sehr schön. Brauche ich meinen Motor noch? Yay. Lohnt sich Reparatur? Ich weiß nicht. Ich bin halt so einer, der mit Kreditpunkten so ein bisschen knauserig ist. Ich hatte anfangs auch nur, aua, dieses Vielfachpack, was jetzt hier unten rechts blinkt, hatte ich drin. Weil ich halt meinte, dass es ja ansonsten zu teuer wird. Ich habe dann irgendwann auch, ist es mir in die Birne reingegangen. Schau, Kleister.
dass es auf die doch irgendwie günstiger ist, wenn man einen Feuerlöscher drin hat. Anstatt jedes Mal, wenn der Tank irgendwann brennt, gleich 4500 auf auszugehen und nur damit man mal das Multipack benutzen kann. Ja, Leute, bitte einer zur Zeit. Ach, sehr schön gemacht. Feuer. Oh mein Gott. Gut. Haben den Gegner nochmal getrollt, aber ein Sieg sollte es letztendlich nicht werden. Schade. Wie viel haben wir? 5 Minuten. 450. Ja, den schnellen, leicht gepanzerten und nicht den langsamen, schwer gepanzerten. Ja, komm schon. Gut. M4A3 E2. Den, vor dem ich auch einen ziemlich Respekt habe, weil er eine ziemlich dicke Bootpanzerung hat, über die ich immer wieder staune. Für die unter euch, die den KV-2 spielen, wenn man die große Kanone hat, die hauptsächlich AP verschießt, also panzerbrechende Munition, die macht ja, wenn die Granate durchgeht, bis zu 900 Schaden. Tja, und dann hatte ich das mal auf Oasenpalm, war das, glaube ich. Da war so ein M4A3 E2, hatte gerade nachgeladen, und ich schieße dem vorne in die Panzerung rein und die prallt ab. Trump, ey. Der neue Hitler. Wenn die Themen von ihm nicht so ernst wären, wär er glatt lustig. Naja. Aber der hat ja hier in World of Tanks jetzt nicht so viel zu suchen. Höchstens, dass ich ihn gerne von der Kanone binden würde. Denkt euch jetzt mal ein Zwinkersmiley dazu. Gut, der Crusader da oben musste gerade dann glauben. Was gut für uns ist, allerdings ist es auch nur ein Fünfer. Also ist es nicht die gew so gewichtige Entscheidung im Spiel. So, mal schauen, wem ich eine reinpusten kann. Na los, hoch da. Danke. Ja. Ja, fahr nur runter, fahr nur runter. Ist der hey? Doch musste es mein Geschütz sein. Und mein Fahrer. Am besten ist nochmal recht schütze Ladeschütze im Munitionslager. Dann bin ich komplett gearscht. Ach ja, und natürlich der Motor. Einmal ein Sturmtiger, der da vorhin schießt und die sind alle weg. Also für die, die es nicht kennen, der Sturmtiger war ein deutscher Panzer halt, der ein 38 cm Mörser drauf hatte. Schließ ich nicht. Ist der Kirre bei. So, besser. Also der hat den 38 cm Mörser drauf. Und der sollte eigentlich dazu eingesetzt werden, um Bunker zu knacken. Und ja, und es gibt aber einen unbestätigten Bericht, nachdem ein Sturmtiger mit einem Schuss, der daneben ging, drei Shermans ausschaltete. Drei M4 Shermans. Da muss man sich mal diese Sprengkraft vorstellen. Ich meine, der war auch mal kurzzeitig in der PC-Version World of Tanks verfügbar. Und der wurde dann als OP wieder rausgenommen, weil er im Prinzip in der Lage war, eine Maus mit einem HE-Schuss auszuschalten. Eine Maus, also. Da, die Panzerung meine ich. So, allerdings lud er auch schon knapp 2 Minuten danach. Und, ja, also er lud 2 Minuten nach. Und war dann auch wirklich, weil es ein Tiger-Chassis war, auch ziemlich schwer gepanzert im Verhältnis auf Tier 7. Weshalb er dann auch den Status OP in World of Tanks auch irgendwie zurecht erhielt. Wobei ich ihn schon gern fahren würde.
Ah, wir haben die Basislich eingenommen, fällt mir gerade auf. Der Sturm hier kam dann auch während des Warschauer Aufstands zum Einsatz. Sehr schön. Und da war er auch sozusagen in seiner Rolle, in der, für die er eigentlich entwickelt worden war. Nämlich halt, dass, um feindliche Bunker und Stellungen beschießen zu können. Aber um sich das mal vorzustellen, es gibt da auch von Wargaming Europe auf YouTube ein Video zum Sturmtiger, in dem er vorgestellt wird. Kann ich auch mal in die Beschreibung reintun. Da sieht man auch, dass der hinten am Heck einen eigenen Kran hatte, damit die Munition nachgeladen werden konnte, also in die Panzer verladen werden konnte. Also 38 cm zum Vergleich, das Kaliber haben auch Schlachtschiffe benutzt. Ah ja, der hatte mir gesagt, der passte, dass er nur zwei Gefechte machen kann. Naja, da bedanke ich mich hier bei ihm auch schon mal für diese tolle Runde und werde jetzt noch ein paar Gefechte hinten dranhängen. Und weil ich gerade Lust drauf habe, Leichttraktor. Der ist toll, mal ganz ehrlich. Es war so klar. Naja, ich mag den einfach. Das ist eine tolle Kiste. Ah, da geht's auch gleich los. Gut, ich fahre mal da hinten mit lang. Hier oben ist da ja mehr so ein Partisanenkampf. Und da ist es ja so, wer die Nase da oben mal kurz zeigt, der wird sofort aus 1000 Rohren beschossen. Und wenn ich das mit einem Blechtraktor da oben mache, glaube ich nicht, dass man dann kann man meine Einzelteile aus allen Himmelsrichtungen einsammeln. Ja, und deswegen fahre ich lieber hinten lang. Apropos, hier, das ist ja nee, nicht Steinfeld. Ach, Kupferfeld heißt die Karte hier. Kupferfeld. Die ist auch im letzten Update für Tiergefechte, für die hohen Tiergefechte, glaube ich, 8, 9, 10 entfernt worden. Das heißt, hier finden diese hohen Tiergefechte nicht mehr statt. Bleib da und. Yay! Und Feuer. Yay! Und Feuer. Yay! Und Mist. Kann man hier noch nicht mal einen Gnadenschuss geben. Naja. Da poltert er rum. Oh, Scheibenkleister. Einmal nicht aufgepasst. Und als ich mir gerade die Teams angeguckt habe, dachte ich mir noch, hoffentlich trifft mich die AT-1 nicht. Und das ist schon geschehen. Naja. Verdammt. Gut. Dalli, Dalli. Bewegen wir uns mal. So sieht der Haku mit der AT. Oh. Stopp. Shit. Knapp daneben ist aber ja bekanntlich auch vorbei. So. Ich werde mal versuchen, den BT, was rede ich eigentlich? T26 anzugreifen. Hoffentlich bemerkt er mich nicht. Oh. Ja, ich habe verstanden, ich habe verstanden. Also, der hat mich doch bemerkt, könnte man sagen. Aber wir werden hier sowieso sterben, das heißt. Zielt auf mich? Zielt er nicht auf mich? Ja, er zielt auf mich, könnte man sagen. BT2. Autsch. Was ein Schlingel. So, Gefecht für. Quatsch. Zeit für ein Gefecht habe ich mal noch. Und das werden wir mit. Jagdpanther. Nee, obwohl, nee. Jagdpanther. Und hoffentlich wird es kein Tier 9. Gut. Die Voraussetzung ist schon mal ergeben. Comet IS, IS. Comet IS, Jagdpanther. IS, Jagdpanther, Panther. Ach ja, und T43 und SP1C. Gut.
Dann schwingen wir die Karre mal rum. Nein, komm mit. Nein, 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 nein. Yes, yes. Ah, die 8, was wird das denn? Toll, jetzt fahren wir. Warum nicht gleich alle Einzelgruppen machen, dass jeder für sich allein fährt? Damit uns der Gegner schön einen nach dem anderen abschießen kann. Naja, lass uns überraschen, wie das Gefecht ausgeht. IS davon. Es ist. Was plärst du denn? Hilfe, du bist doch noch nicht mal in Schussweite. Glaube ich. Na komm. Liebe Güte, der IS hat da hinten aber ganz schön auf die Schnauze gekriegt. Und Feuer. Und glorreich daneben. Oh oh. Ach Mann, und dann hält er an, ne? Schieß und was war das denn? Was war das denn gerade eben, bitte sehr? Ach Mann! Diese Panzer sind so verboten schnell. Jetzt aber. Was war das denn gerade eben für ein Leck? Ach Mann! So schlecht ließ ich mit dem Panzer doch sonst nicht. Ich fall vom Glauben ab. Der Komet ist im Weg. Danke. Gut. Jetzt der Panda. Gut. Die hätten wir auch zerstört. Also wir nicht direkt, aber das Team. Schnell. Lad nach, lad nach. Yay. Das wäre ein weiterer Punkt für. Wie heißt die? Ausreichend nochmal. Ich komme gerade nicht drauf. Oh. Wer ist denn das? VK3001P. Nee, VK2801 ist das. Yes, hilf mir mal. Hallo. Er sagt. Ja, ich helfe dir. Den. So. Stopp. Yes, ja. Stopp. So, der hat. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Ach, du willst dich wahrscheinlich die Verteidigerpunkte holen. Ich ahne schon. Gut. Fünf Abschüsse. Cool. Das war mal ein Gefecht, wie man es haben will. Klasse. Na, Stufe 1 wahrscheinlich wieder, ne? Nee, Stufe 2 sogar nur. Naja, aber 39.000 plus. Sehr schön so. Ja, kann man sich nicht drüber beschweren. Noch fünfmal daneben. Naja, passt schon. So, ich hoffe, euch hat diese heutige Folge gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet und ob ihr noch weitere Videos mit dem Pasta 3100 sehen wollt, alias Blue Firebird LP. Wie gesagt, ich werde das Video und seinen Kanal verlinken und damit bis zum nächsten Mal, euer Graustreif Pommerkralle.